Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Divinity 2 Developers Cut, ja. Und wir haben diesen Bereich hier geklärt, oder zumindest glaube ich, dass wir den zumindest fast geklärt haben, genau. Denn ja, ich habe mich gerade noch daran erinnert, da war noch ein Gegner, der da oben stand, den wir ja vorhin mal gesehen haben. Ha! What the fuck? Haben. Wir aimen mal kurz durch den Busch durch, obwohl wir da gar nicht zielen. Das Gift bringt mich um. Einfach weil da irgendwie noch ein Gegner war, den wir nicht gesehen haben. Aber die können uns jetzt auch nix. Ich wurde vergiftet. Weil wir doch eh schon. Wir haben doch eh schon gewonnen. Nein! Du bist ein verkackter Magier! Ich baller es mit meiner ultra-mega-magischen Fähigkeit! Ich kann nicht! Weg. One hit. Ich dachte, das hätte ich jetzt nicht hingekriegt, aber naja, gut. Wenn das Spiel das so will, dann will das Spiel das so. So. In Inventar abgelegt. Fettgedöns. So. Oh, schade, dass wir diese Rehen hier nicht killen können. Das wäre natürlich so toll. Auch wenn die uns wahrscheinlich keine Erfahrung geben würden, hätten wir zumindest wahrscheinlich etwas essen. Nein, die machen uns halt. Ja, der Hase mich immer voll verwirrt. Okay, da hinten können wir noch was machen. Wir können da hinten was machen, da kommt ein Schrein. Die Schreine sind auch. Etwas, was wir machen können hier noch. Aber. Nö. Vielleicht mache ich die. Obwohl, wir machen die wahrscheinlich. Ich weiß es. Weiß jetzt nicht so. Oh Gott, falsche Taste gedrückt. Wenn das jetzt die Ladetaste gewesen wäre, dann wäre ich am Arsch. Hier haben wir aber noch ein Lager. Goblins! Level 7? Aha! Echt? Level 7? Das geht aber gar nicht, die sind zu schwach für uns. Level 7 ist doch nicht gut. Die sind ja fast kein Leben ab. Ich dachte, jetzt kommen hier die ganzen Stufe 11 Gegner, aber nee, nur Level 7. Toll. Soll ich auch noch mal so ein Lager clearen und was hat man da? Wo geht denn die? Schmutzige Affenbrut in meinem Haus. So kann man das natürlich auch beschreiben. Schmutzige Affenbrut. Haben wir denn hier vorne stehen? Töten, um die Totems zu erfreuen. Ja. Was bist du für ein Gegner? Stufe 2 oder so? Nee, oh, der ist 11. Noch nicht. Naja, komm. Dramatisch inszeniert und trotzdem stirbt das aber sehr schnell. Ja, ist ja auch gut so. Hab ich auch nichts dagegen. Nachricht auf ein Stück Wyvernhaut. Questgegenstand. Okay. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Mist. Trank! Heil, Trank! Gürtel? Haben wir noch gar nicht. Gürtel ist gut. Vorräte, genau. Wir müssen einen begrenzten Heiltrank. Einen einzigen. Das ist ja wie bei DC, da hat man ja auch nur so ganz wenige Sachen. Ich hab die Quest gar nicht dafür. Wo soll ich das denn hinbringen?
Nachdem Talona mir die Drachenkräfte verliehen hat. Ja, genau, ich bin auch gar nicht irgendwie verrückt. Nein, ich habe Drachenkräfte, ja. Genau so ist das. Ich habe was gesagt, das ist so. Ja gut. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen weiter das Leveln erfreuen. Wenn wirklich die Gegner aus Stufe 11 schon so sind, dass wir die ganz gut besiegen können, dann können wir die Schreine auch machen. Weil ich glaube, die sind auch so in dem Levelbereich. Dann machen wir die mal. Diese Schreine gehören Belegar, dem besten Magier fern und nah. Wollt ihr die anderen Schreine sehen? Gegen drei Goblins müsst ihr bestehen. Ich hätte mal speichern sollen. Level 7. Okay, die hauen schon irgendwie ein bisschen rein, was ich nicht verstehe, aber Level 7, gut. Der macht am Bogen natürlich mehr Schaden als meine Nahkampfwaffe, aber... Hübsch. Gut, Level 7. Ich hätte speichern sollen. Was wir jetzt machen? Habe ich jetzt eigentlich diese Quest angenommen? Nee, habe ich nicht. Das ist scheinbar irgendwie... Keine Ahnung, was das ist. Ja, das war das Schrein. Dann haben wir noch ein wenig Gebiet. Was wir jetzt auskundschaften werden. Ich hoffe mal, hier sind auch noch ein paar Gegner. Hä? Laufe ich ja den Weg entlang, oder nicht? Nee, laufe ich nicht den Weg entlang. Obwohl das ziemlich nach dem Weg aussieht, aber das ist nicht der Weg. Da hinten ist noch ein Gegner, aber... Ich wurde vergiftet. Aber er hat uns gesehen. Mann. Oh Mann, ich will nicht wieder kämpfen. Ich will mich erstmal regenerieren. Noch nicht. Kann das nicht warten? Ich kann nicht. Vor allem mein Mana, was ist langsam auch in Richtung... es wird alle sich neigt. Und ich finde die Regenerationsrate von meinem Leben, vom Mana-Vorrat nicht so toll. Hier unten hätte man ganz gut irgendetwas hin platzieren können. Wahrscheinlich ist hier auch irgendetwas, was ich noch freischalten muss. Aber hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Hilfe! Hilf mir doch jemand! Oh, hier ist wohl doch was. Hallo? Wer ist denn da unten? Die göttlichen sei Dank. Ich sitze hier unten fest und der Troll, der diese Falle gebaut hat, könnte jeden Augenblick zurück sein. Ja, und wie denkt ihr, soll ich euch da rausholen? Vielleicht findet ihr ein Seil und könnt es am Balken befestigen, damit ich herausklettern kann. Weilt euch, ich will nicht als Vorspeise für einen Troll enden. Ja, ich bin so schnell wie möglich wieder zurück. Weilt euch. Okay, ich habe eine Quest und Oh, ihr seid zurück. Habt ihr das Seil? Was? Nein, leider nicht. Weilt euch. Ich hab irgendwas Salz und irgendwie Salz und Pfeffer, nee. Hab ich hier vielleicht was drin? Nee. Hä? Haben die da oben irgendwie geschossen? Sieht ja aus, als wäre da oben irgendwie ein Lager. Nun gut, hier unten ist dann nur das eine. Da wird wahrscheinlich noch. Jetzt zeigt er mir unten eine Quest an. Ist auch immer voll verwirrend. Ist voll verwirrend. Manchmal zeigt er mir irgendwelche wichtige NSCs an oder Zielmarkierungen oder hier auch. Quest-Markierungen, aber das macht er auch nicht immer und auch nur dann, wenn das Spiel Lust hat, die anzuzeigen. Warum die das nicht kontinuierlich so gemacht haben, verstehe ich nicht. Hey! Mal ehrlich. Du bist doof. So.
Dann gucken wir nochmal hier ein bisschen rum. Das sieht aus wie ein Wegpunktschrein dahin. Und hallo. Belästigt ihr mich? Ich wurde vergiftet. Belästigt ihr mich? Wieso sterbe ich? Ich kann nicht. Ah. Ich wurde vergiftet. So, kurz eine Tür zugemacht. Da sind aber noch welche. Ganz schön viele. Ganz viele. Aber die kann ich alle nicht anvisieren. Ich da einfach mal hin. Na. Ihr seid in das falsche Lager gekommen, Drachentöter. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Dies ist nicht die Herberge, wie man mir beschrieben hat. Nicht ganz, nein. Aber hier könnt ihr euch auch ausruhen, bis in alle Ewigkeit. Ach so, na dann, dann ist alles gut. Fuck. Ich hätte speichern sollen. Ich kann nicht. Ich muss ein Heil. Dieses Gift bringt mich. Ich hätte speichern sollen. Speichern. Nein. Das ist nicht schön. Ich heile mich mal ein wenig mit meinem Heiltrank. Ich bin schwer verletzt. Ich kann nicht. Ich muss, oh Mann! Also ehrlich, ich renne hier rum, jumpe und weiß ich nicht, was ich alles hier noch mache. Ich bin schwer verletzt. Und verdammt nochmal, die Gegner treffen mich trotzdem. Eigentlich ist es nicht möglich. Ha, ja! Genau, Reichweite. Ich bin schwer verletzt. Über die ganze Karte. Ich kann nicht. Mist, jetzt habe ich auch kein Mana mehr. Vielleicht sollte ich mal einen Mana-Trank mir irgendwie reinpfeifen, wenn ich sowas habe. Idiot! Wegen dir muss ich fast sterben. Alter! Wegen dir habe ich ein geiles Schwert bekommen. Gegenstand für... Ist ja nicht so als... Ich bin happy, dass ich das gemacht habe. Das ist echt geil. Gut, jetzt fehlt nur noch irgendwie eine bessere Kopfbedeckung, weil ich sehe immer noch aus wie ein Bandit. Das will ich nicht. Hat zwar keine wirklich große Auswirkung auf das Spiel, aber es sieht trotzdem jetzt nicht unbedingt toll aus. Alles rot. Ja, ansonsten genau haben wir noch Sachen, die wir nicht brauchen, außer dieses Knochendingens. Das ist ja so, besserer Bogen wäre auch mal ganz ganz nice. Aber wir können uns zumindest schon mal über ein neues Schwert freuen, mit einer neuen Nahkampfwaffe. Eine Sammlung. Generiere ich mich damit schneller, wenn ich das Schwert habe? Nein.
das war hier oben. Was ist denn hier noch? Wer? Hallo? Weil da würde ich nämlich gerne das Lager ausräumen. Vielleicht ist da ja was Nützliches drin oder auch nicht. Hier ist scheinbar nichts. Nö. Das war aber wieder mal sehr, sehr knapp. Ja, das ist ein Wegpunktschrein. Okay. Da hat jemand eine Quest mit einem Ausrufungszeichen über dem Kopf. Ah, ein Ausrufungszeichen. Mal, wir gucken uns hier erstmal um. Vielleicht ist hier noch etwas. Nein. Machen wir mal hier F5. Ein Reisender, der sich die Zeit dafür nimmt, dieses großartige Bauwerk zu bestaunen. How refreshing! Was? How refreshing? What the fuck? Die meisten interessieren sich nicht dafür? No, die Händler denken nur ans Geld, die Soldaten an Alkohol. No! Oh, ich mag den Typen. Vor allem seine Aussprache. Ihnen ist nicht klar, dass dieser von Ihnen so wenig beachtete Ort bis zurück in die frühe Geschichte der Menschheit reicht. Reicht? Ah ja. Oh Mann, wie kommt es, dass du so viel über diesen Ort wisst? Ich bin Archäologe, allerdings ist mein Wissen über diese Steine begrenzter, als es mir lieb wäre. Archäologe? Hammer geil. Die eingemeißelten Symbole sind zu alt, als dass ich sie ohne Literatur entziffern könnte. Ziffern? Leider wird der Sinn dieses Kreises für mich wohl ein Rätsel bleiben. Hammer geil. Ich mag den Typen irgendwie. Vielleicht kann ich euch helfen. Ich würde gerne diese Inschriften lesen können, aber falls ihr der alten drakischen Sprache nicht mächtig seid, könnt ihr mir wohl nicht helfen. Wir sind ein Drache, aber wir sind Profi in der Sprache eigentlich. Solltet ihr jedoch auf einen 10.000 Jahre alten Menschen treffen, der immer noch diese Sprache beherrscht, könnt ihr ihn ja fragen. Ich muss es gehen. Gute Reise. Gute Reise. Neue Quest angenommen. Sprachlos. Bin ich auch meistens, vor allem wenn ich mit den Typen da rede. kann ich das jetzt nicht einfach mal so machen? Ich bin ein Archäologen namens George Gemory über den Weg gelaufen, der altertümliche Symbole entziffern will, die einst in einem Steinmonument gemeißelt wurden. Es handelt sich dabei um eine alte thrakische Sprache und es wird schwer sein, jemanden zu finden, der ihr mächtig ist. Okay, wir müssen scheinbar jemanden finden. Wir können sie nicht. Wir können wahrscheinlich nur drakonisch. Oh, hier ist der nächste Hebel. Ich speichere mir mal. Ich weiß nicht, wie viele Hebel wir aktivieren müssen und was passiert, wenn wir alle aktiviert haben. Ja, sieht so aus, als hätten wir das Gebiet hier auch wieder vollständig. Wow, das war hier aber total, bis auf die blöden Banditen, total anspruchsvoll. What fuck? Unerwartet. So richtig unerwartet. Alter! Das darf man doch nicht machen! Mann! Stehen einfach um die Ecke irgendwelche Gegner. Sag mal. Was sollte das denn? Welches Level sind wir denn eigentlich? Level 11. Level 11. Ist aber nicht gut. Naja, doch. Besser als Level 10. Ha, witzig. Hier machen wir nochmal ein Save. Ich kann nicht genug speichern, aber. Ich sehe auch schon, dass da irgendwelche verkackten Homo-Magier dabei sind, die versuchen mich zu besiegen. Oh, Nahkampf? Gerne doch. Keine Homo-Magier. Ich bin schwer verletzt. Das habt ihr jetzt mal nicht gesehen. Ich glaube, ich sollte da noch über Fernkampf bleiben. Gut, dass ich gespeichert habe. An diesen kleinen Fauxpas ignorieren wir jetzt mal. Gekonnt.
Noch nicht. Hallo, immer dieses Charge. Ich renne da jetzt aber mal weg. Ich hasse dieses Anch. Das ist doch irgendwie Magier. Ich kann nicht. Stirb! Stirb! Alle tot? Nein. Nicht schön. So. Ich hab mein komplettes Mana aufgebraucht und mein Leben. Weil ich mein Leben eigentlich immer aufbrauche. Nein, ey, das ist so kacke. So einfach nur kacke, mein Ding ist, meine Batterie ist ja fast leer. Na, egal. Soll ich da? Soll ich da etwa hingehen? Und die Gegner da besiegen? Mit 79 Leben und 52 Mana-Punkten. Haben wir denn nicht irgendwelche Mana-Tränke noch? Erstmal einen Blaubeersaft trinken. Ja, wir können auch noch einen trinken. Ja, genau, das ist gut. Das wir müssen sowohl Mana als auch Heiltränke kaufen. Wir speichern das jetzt nochmal. Mit F5. Und, Hi. Hi! Ich wollte doch nur Hi sagen. Okay, der eine ist daran schon verreckt. An Hi sagen. Ich wurde vergiftet. Ja, immer dieses Vergiften, ey. Immer dieses Vergiften. Das ist doch lame. Das war, man vergiftet heute nicht mehr. So. Das ist voll out. Und der müsste jetzt eigentlich... Na komm. Na komm. Stirb! So, dafür verbraucht doch kein Mana. Viel zu kostbar. Verdammt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und ich habe nicht mehr viel Leben. Und ich will die Zeit nicht vergeuden. Ich will irgendwie weitermachen, aber ich habe nicht viel Leben. Und ich weiß, dass nämlich gleich noch was kommt, wo ich ein wenig Leben brauche. Aber erstmal safe. Zum Beispiel diese Gegnergruppe da, da brauche ich Leben. Oder? Na, jetzt, hi! Lalalala. Oh, hallo, vor allen Dingen, die sind hier momentan schon so schwach, dass meine vierte Fähigkeit, die ich auf Fähigkeit, auf 4 gelegt habe da, unten in der Leiste, dass ich mit einem Kill, mit einem Treffer kille. Ja, genau, so ist das. Ich kann nicht. Also ich meine, ist super. Ha, immer dieses... Ich muss nein, nur beschwören. Und beschwören und beschwören und beschwören. Weil das ist mich echt assi, das Beschwören. Noch nicht. Alle tot? Alle tot. Speichern. Oder muss ich erst, bevor die Stelle kommt, die ich mir denke, wenn, dass sie irgendwann kommt, erst über die Brücke rüber? Ja, muss ich erst über die Brücke rüber. Na gut. Hier ist übrigens eine Stelle, die ich sehr verwirrend finde, weil hier ist eine Axt, die im Spiel sonst nie vorhanden war. Und der Grund des Glitzerns war und ist. Warum?
Ist das so? Hä? Hm, ich glaube, das haben sie gefixt. Ein bisschen blöd, das anzusehen. Hübsch. Ja, das haben sie gefixt, sonst hat das mal hier weiter geglitzert. Und die Axt war vorher auch noch nicht da. 13 bis 31... Nein, ich will hier auf meinen Dings rauf. 13 bis 31 ist laut Waffenschaden. Naja, wenn man überlegt, bis 31 Schaden. Ist ja eigentlich geil, aber wenn man mal überlegt, dass ich dann 13 bis 33, bis 32 Schaden mache. Und jetzt momentan 20 bis 31. Ist das doch ein wenig schlecht. Schade. Aber nein. So, ab dem Punkt hier haben wir auch die Möglichkeit Richtung hier. Oh, hier sind noch Schreien, sehe ich gerade. Oder? Das müssen Schreien sein. Das ist ein Schrein. Und die sind ja eigentlich alle so komisch. Also, da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Und ansonsten ist hier. Das könnte noch einer sein hier. Und sonst ist hier keiner. Wir können ab hier nach hier, also hier ab der Brücke können wir auch nach hier laufen und weiß nicht, ob wir dann auch zum Urubas-Fjorden kommen, aber wenn wir da hinkommen, dann gehen wir da hundertprozentig noch nicht hin, weil das ist ein Gebiet, da kommen wir erst ziemlich spät hin. Und momentan ist das noch kein Gebiet für uns. Troll, Troll, Troll. Nein! Alter! Links 2, 3, 4, links 2, 3, 4. Links 2, hängen, 3, 4. Den habe ich mit meiner Fähigkeit eigentlich gerade getroffen. Gar keinen, oder? Noch nicht. Erbärmliche Ratte! Erbärmliche Ratte! Sehe ich genauso. Okay, damit haben wir die erstmal mal ausgeschaltet. Ist hier noch jemand? Will noch wer sterben? Alter! Bevor ich da jetzt hingehe... Safe. Ich wollte eigentlich mal da unten gucken, ob da was ist, aber... Oder gehen die jetzt wieder zurück? Ja. Nee! Die... gehen da irgendwie so komisch lang. Achso, man kann hier in den Fluss rein. Dadurch. Und wenn man mal aus Versehen runterspringt, dann kann man hier wieder hoch. Aha. Das ist also der Sinn. Da würde ich mal sagen, gehen wir... Wir gehen hier lang. Gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Hallo Gegner. Hallo Matschtextur da hinten. Ja, man sieht, das Spiel ist alt, aber ich finde, das hat immer noch eine gute Grafik eigentlich. Wenn man zumindest an so Texturen dran steht, finde ich, ist es alles andere als Matsch, wenn man da weit dran geht. Aber normalerweise, ich weiß nicht, irgendwie sind die Proportionen hier texturmäßig komplett verdreht. Alles, was weit weg ist, ist Matsch. Alles, was dicht dran ist, ist total scharf. Oder zumindest so scharf, wie es eben geht. So, dass es noch gut aussieht, das ist strange. Das ist wirklich strange. Aber das Spiel ist eben verbuggt. Zwar noch nicht so doll wie Gothic 3, aber es kommt schon sehr hart daran. Also es könnte Konkurrenz machen.
Aber bevor ich da so weiter raide bei dieses geile Spiel, ich mag den Slang von dem Typen. Von den einen Questtypen. Den mag ich so sehr, dass ich ihn gerne weiter sprechen würde. Nee, würde ich sagen, wir sind jetzt hier, da sind noch ein paar Gegner, dann ist dann dieses Schreien, das ist auch alles gut so. Hier, machen, hier. Schluss. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir dann den Schrein machen und wo wir dann hier nach oben gehen und langsam und stetig endlich mal so ein Lord Lobisturm kommen. Endlich mal. Seit 10.000 Toten. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.